Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Das rätselhafte Loch in unserer Straße aus dem Annette Betz Verlag näher zeigen. Das Buch hat 32 Seiten, kostet 16 Euro und wird ab 4 Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um eine Nachbarschaft, die eines Tages überraschend ein Loch in ihrer Straße feststellt und niemand weiß, woher es über Nacht plötzlich kam. Anfangs ärgern sich einige über das Loch und andere fragen sich, wozu es denn dienen soll. Doch nach einiger Zeit gewöhnen sich die Einwohner daran, denn es beendet unter anderem zum Beispiel auch die Flucht eines Räubers, der dann das Loch nicht kommen sieht und hineinfällt. Und zahlreiche Kinder finden großen Gefallen daran, gemeinsam an diesem Loch rumzubuddeln und einfach zu entdecken. Es bringt also die Kinder zusammen. Ja, die Nachbarschaft kommt ebenfalls am Loch zusammen, um gemeinsam zu tanzen, sich zu unterhalten oder nach dem Regen, um im Wasser zu spielen. Und leider wird das Loch irgendwann wieder geschlossen und alles ist wieder wie früher. Die anderen Kinder aus der anderen Straße kommen nicht mehr zum Spielen und auch die Einwohner treffen sich nicht länger, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Wie die Geschichte ausgeht, lasse ich offen, aber es ist auf jeden Fall lesenswert und wirklich wunderbar liebevoll und bringt einen zum Nachdenken, wie sehr wir in unserer heutigen Gesellschaft einfach Abstand zueinander halten und wie schön es ist, wieder zueinander zu finden. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr schön. Den Link dazu gibt es wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!